Und herzlich willkommen zur Season 2 von ARK Survival Evolved. Warum? Weil mich viele gefragt haben, ob ich nicht wieder ein paar ARK-Videos machen kann. Als allererstes sage ich, da ich alleine spiele, habe ich die Stats ein bisschen hochgeschraubt, was Taming angeht. Und Harvest und der ganze Kram, damit ihr euch nicht langweilt. Ich werde nämlich wahrscheinlich jeden einzelnen Schritt hier ohne Unterbrechung nonstop aufnehmen. Das heißt, ich werde nichts offline machen. Ja, aus diesem Grund halt Taming Speed hochgesetzt und Harvest Amount und XP Leveling. Ja, und dann fangen wir mal an. Charakter lasse ich so wie immer, weil ich bin der Meinung, super Charaktere kann man hier leider nicht erstellen. Die sehen, ja, dann alle irgendwie deformiert aus. Also fangen wir einfach mal an. Ich spawne in der North Zone 2, habe ich jetzt, glaube ich, ausgewählt. Und dann gucke ich mal, wie lange ich jetzt hier doch am Anfang überlebe. Wahrscheinlich nicht lang. Muss mich auch erst wieder reinfinden in das Spiel, da es einiges Neues gibt, seitdem ich das letzte Mal hier ARK gedattelt habe. Ich hatte nämlich eine Zeit lang die Nase voll, weil ich es wirklich zu intensiv gezockt hatte. Und da bin ich mal gespannt. So. Dann holen wir uns jetzt erstmal das Werkzeug. So. So. Sollte doch eigentlich wahrscheinlich schon mal für das erste Werkzeug reichen. Und dann gucken wir mal. Nö, natürlich nicht. Wir brauchen Fetch noch ein bisschen. Und das sollte jetzt aber genügen. Genau, dann holen wir uns jetzt hier erstmal die Pickaxe. Und für die Torch brauchen wir natürlich Flint. Dann. Oh, da sind wir schon Level up. Huhu! So. Und los geht's. Oh oh. Na, da können wir uns gleich Fleisch holen. Der ist schön verbuggt. Dumme Sau, komm her. Der ist aber hartnäckig hier. Leck mich am Ärmel. So. So, da haben wir uns doch schon mal das Fleisch gesichert. Sehr schön. Und Hide kriegen wir auch. Und dann scannen wir als nächstes die Steinaxt. Aber ich werde erstmal wahrscheinlich auf Gesundheit gehen. Lagerfeuer auf jeden Fall. Und die Stone Hatchet. Oh, da gibt es auch neue Sachen, sehe ich gerade. Die kenne ich noch nicht. Und dann besorgen wir uns doch noch mal ein bisschen Hatch. Thatch. Wonderbra und schon wieder Level Up. So. Haben wir die Torch jetzt eigentlich hergestellt? Nein, haben wir nicht. Aber erstmal die Axt. Und jetzt die Torch. Und für das Campfire brauchen wir noch ein paar Steinchen. Dann sammeln wir uns die doch einfach mal kurz zusammen. Ein Stein, ein Stein, ein Stein, ein Stein. Es gibt so schöne Klickgeräusche, die gab es früher nicht. Und an der Performance hat sich wohl auch einiges geändert. Ich habe jetzt nämlich nicht mehr wie in meiner Playlist von ARK die Tipps und Tricks. Den Startbefehl, den habe ich jetzt rausgemacht. Zocke übrigens mit einer GTX 970. Für die, die es interessiert. Und ich finde, da kann man eigentlich nicht meckern. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. So, und dann gucken wir mal, wo wir uns niederlassen. Ich würde sagen, wir gehen darüber. All the while. Da drüben an dem Berg gibt es Metall. Und ich will so schnell wie möglich hier das Metallzeugs, Metallwerkzeug herstellen. So, den nehmen wir uns gleich mal mit. Holen wir uns erstmal ein paar Bären. Narcoberries. Sollte reichen, dadurch, dass wir ja Taming Speed ein bisschen erhöht haben. Jetzt muss ich nur gucken, wo das Vieh liegt. Hier.
Ja, du solltest eigentlich genau. So. Und ein paar Bären. Da haben wir schon. Name vergeben wir jetzt mal noch nicht. Der soll jetzt erstmal folgen. Und dann würde ich sagen, schippern wir mal darüber und fangen da drüben an, die Basis zu bauen. Das ist mein Dodo, da ist mein Dodo. Oder wir bleiben doch gleich hier auf der Seite. Ja, ich würde sagen, wir bleiben hier auf der Seite. Hier haben wir auch Wald und zur Not schippern wir dann da halt rüber. Den nehmen wir uns jetzt auch nochmal mit. So, was ist der? Der ist männlich und das Vieh ist, glaube ich, weiblich. Ey, 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 ey! Ach, die dumme Sau hier. Hat er den jetzt getötet? Natürlich hat er den jetzt getötet. Oh, vergessen einzustellen. Den stellen wir aber mal auf passiv. So, der ist weiblich. Dann haben wir wenigstens schon mal Eier. Würde ich sagen, fangen wir hier dann gleich mal an, die Basis zu bauen. Gehen wir erstmal auf die Gesundheit schön hoch. Was haben wir hier? Ahaha, Baseballschläger. Nö, erstmal hier, dass wir bauen können. Die Foundation. Roof brauchen wir noch nicht. Die Wall. Dit. Und das Dach. Die Tür ist erstmal wichtiger. Und den Schlafsack, dass wir später gleich das Bett bauen könnten. So, die Punkte heben wir uns jetzt erstmal auf. Das heißt, wir brauchen erstmal die Foundations. Die ziehe ich mir dahin. Und Holz brauchen wir. Dann holen wir uns mal ein bisschen Holz. Bis wir voll sind. Oder auch so. Dürfte reichen. Was brauchen wir jetzt? Fiber. Gut, dann gehen wir doch erstmal Fiber sammeln. Da soll mal herkommen hier. Dann bauen wir uns erstmal die Grundfoundations. Dass wir irgendwo später wieder spawnen können, wenn wir abnibbeln. Was ja hier leider wohl zu oft vorkommt. So, immer schön Essen sammeln nebenbei mit. Passt. So, Fiber haben wir jetzt auch einiges. Was fehlt jetzt? Thatch brauchen wir. Dann gehen wir mal eine Runde Thatch sammeln. Und da sind wir auch schon wieder voll. Dann baue ich am besten erstmal hier unten ein bisschen was hin. Muss ich mal gucken. Nehmen wir am besten den höchsten Punkt. Dann können wir hier später mit Pillars ein bisschen aufrüsten. Erstmal ein bisschen Gewicht skillen. Nein, noch keine Engrams verteilen. Weil runterbauen ist definitiv immer besser wie hochbauen. Da spart man sich nämlich die ganzen Rampen und den Mist. Dann gucken wir mal, wo haben wir sie, wo haben wir sie, wo haben wir sie. Bin ich jetzt blöd? Da haben wir sie. So, dann gucken wir erstmal und dann von hier am besten runter zum Strand bauen später. Können wir noch nicht. Da sitzt ein Bäumchen. Den hauen wir gleich mal um. Machen wir erstmal hier hin. Nein, treffen wir die Taste nicht. So, der bleibt erstmal da stehen.
glaube, es fehlt schon wieder Fiber, kann das sein? Natürlich. Gehen wir erst noch mal ein bisschen Fiber sammeln. Zwei gebaut. Drei gebaut. Und vier, dann gucken wir erstmal. Passt das hier noch dran? Nee, dann bauen wir erstmal noch mal nach hinten, bis wir die Pillars später haben. Dann können wir da später loslegen, vorne anzubauen. Und da ist die Pickaxe im Eimer. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen Fiber sammeln. Was haben wir denn hier? Female. Sollte vielleicht doch Namen verteilen für später. Damit ich Männlein und Weiblein unterscheiden kann. Dann nehmen wir die erstmal mit hier für Fleisch. Und Leder. Height. Und noch mal ein bisschen auf Gewicht skillen. So. Sammeln wir erstmal ein bisschen. Kriegen wir übrigens auch die Bären, dass wir ein bisschen futtern können. Bin mal gespannt, wie das mit dem neuen Kochprinzip ist, weil man da jetzt wohl irgendwie seine eigenen Rezepte herstellen kann. Sah in den Videos recht interessant aus. Ja, muss ich erst das Ding umhauen hier. Und dann bauen wir hier mal an. Zwei Stück. Numero uno. Da hat es kurz geleckt. Ja, jetzt baut er ein zu viel. Naja, egal. Da ist der Dodo wahrscheinlich im Weg. Komm mal her hier, Uschi. Ja, komm, 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 komm. So. Hier bauen wir dann später an. Das heißt, ich baue erstmal hier hinten die Tür hin. Das brauchen wir erstmal nicht. Und die Doorframe brauchen wir nur eins. Und die Door mache ich auch gleich. Und die Walls hauen wir auch gleich mal alle in die Produktion rein. So, Doorframe. Die Tür. Passwort brauche ich jetzt hier nicht setzen, da ich alleine spiele. Von daher ist das Jacke wie Hose. So, die setzen wir dahin. Und die wollen nach da. Wood brauchen wir. Aber jetzt ziehen wir hier erstmal die Wand. Ich könnte eigentlich schon mal hier das Feuer bauen. Das setze ich mal hier unten hin. Dass wir das Fleisch brutzeln können. Und dann nehme ich einfach den Baum dafür. Dann haben wir schon mal ein bisschen was zu futtern. Komm, machen wir die 20 voll.
Und 33 Holz sollte eigentlich reichen. So. Hubala. Verdrückt. Holz und Fiber. So, dann gehen wir nochmal Fiber sammeln. Dann baue ich das Häuschen jetzt noch in der ersten Folge fertig. Und dann geht es in der zweiten Folge dann weiter. Vielleicht sollte ich mir bei Gelegenheit auch mal Klamotten herstellen. Sprinten kann ich nicht. Man sieht die Tür so wunderbar, ne? Da ist sie doch. Fürchterlich. So. Und zack, zack, zack. Häusle bauen. So, jetzt wird's gleich Nacht. Da nehmen wir noch mal was ins Gewicht mit rein. Und die Box kann ich schon mal lernen. Und die Slingshot brauche ich auf jeden Fall. Und das Bett. So, kann ich das Bett schon herstellen? Brauche ich noch 8 Leder. Der Rest ist alles Pillepalle. Guck mal, erstmal Hubala. Das passiert mir immer wieder. Das nehmen wir mal rüber. Die Storage Box warte ich auch noch mal, dass ich später gleich die große herstellen kann. Dann gehe ich aber schon mal ein bisschen Fiber sammeln, solange es dunkel ist. Einzige, was man gescheit machen kann nachts. Und wir brauchen es ja sowieso. Können wir nämlich schon mal die zweite Etage bauen, was die Wand betrifft. Damit wir später das Dach draufsetzen können. So, dann gucken wir doch einfach mal. Rein in die gute Bude. Da kackt er mir doch schon wieder in die Stube. Den muss ich nachher dann auch definitiv nochmal ein Gehege oder sowas bauen oder so einen kleinen Stall. Ja toll, jetzt sehe ich nichts. Brauchen wir hier einen etwas größeren? Hier die zwei. Nehmen wir die doch einfach mal mit. Vollgeladen. Fetch brauche ich, ne? Ja, natürlich. Und was holt der Herr? Natürlich Holz. So. Was sagt der Hunger? Ja, ich könnte mal was futtern. Packen wir mal auf die 5. Und dann setze ich jetzt noch ein paar Wände. Und dann gibt es erstmal einen Cut. Oh je, ist der lahm. Absolut überladen. Aber wir haben es gleich ins Haus geschafft und können die Wände dann erstmal setzen. Komm schon, komm schon. Und dann
setzen wir die Walls mal hier oben drauf jetzt. 8 Stück. Drei, vier. So, ich mache jetzt erstmal einen Cut, sonst wird die Folge hier zu lang. In der zweiten Folge bauen wir dann hier die zweite Reihe weiter und werden das Dach draufsetzen. Und dann sage ich danke fürs Einschalten. Hoffe, ihr freut euch, dass es eine zweite Season gibt. Könnt auch gerne mal in die Playlist gucken, für die, die die erste Season noch nicht geguckt haben, wo ich mit die so ein bisschen rumgealbert habe und auch die ganzen Tutorials gemacht habe. Ja, sind halt nicht mehr so ganz aktuell, dadurch, dass einige Patches wieder gelaufen sind seitdem. Aber größtenteils sollte es doch noch funktionieren. Jo, wie gesagt, dann danke fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns zur zweiten Folge. Ciao!